Porsche erweitert die aktuelle 911er-Generation und stellt den Coupés und Cabriolets den neuen 911 Targa zur Seite. Ein Auto, das seine Fangemeinde hat und sich ehemals am silbernen Überrollbügel definierte. Und das soll wieder so sein. Mit ganz neuen automatischen Qualitäten. Dabei war der Targa eine Notlösung, denn die amerikanischen Zulassungsbehörden hatten in den 60ern angekündigt, keine Cabrios mehr zu erlauben, wenn ein Überrollschutz fehlen würde. Prompt reagierte Porsche mit dem Targa, um den wichtigsten Markt nicht zu verlieren. Das US-Gesetz kam dann nicht so wie angekündigt, der Targa war aber geboren und hat mit etwa 13% Verkäufen seinen festen Platz in der Porsche 911-Familie. Die neue Targa-Generation kommt wie das Vorgängermodell in zwei Varianten ausschließlich mit Allradantrieb auf den Markt. Das von uns gefahrene Spitzenmodell ist der 911 Targa 4S mit 400 PS aus 3,8 Litern Hubraum. Der 911 Targa ist eine Porsche Design-Ikone, die wir zum letzten Mal in der Form vor 20 Jahren ziemlich genau im 964 angeboten haben. Und das Ziel war logischerweise das klassische Design von damals mit dem Komfortanspruch der Kunden von heute eigentlich zu kombinieren. Er wird sicher Kunden vom Coupé und auch vom Cabrio gewinnen. Aber ich denke, bei dem tollen Design werden auch Kunden von anderen Marken wahrscheinlich das Fahrzeug in die enge Wahl ziehen. Das wird bei seiner enormen Ausstrahlung sicher so sein. Denn auf unseren Testfahrten im Süden Italiens waren uns die Blicke sicher. Dabei ist er wie jeder 911 leicht zu steuern, liegt extrem gut auf der Straße und macht mit geöffnetem Dach dazu auch noch richtig viel Spaß. Mit der Geborgenheit des Coupés paart sich die Möglichkeit, die Düfte der Stadt zu erleben. Man erliegt sehr schnell dem Charme dieses Fahrzeugs. Porsche stellt den neuen Targa vor. Porsche Targa heißt immer etwas ganz Besonderes, und zwar, das war in der Vergangenheit bis vor 20 Jahren immer der Bügel. Er stand immer für den Targa und vor allen Dingen viele Fans wollten das irgendwann mal wiedersehen. Also hat Porsche sich ins Zeug gelegt und nun fahren wir hier die 4S-Variante. Technisch ist dieses Fahrzeug bekannt, wir hatten den 4S schon mal im Test. Ich habe damals gesagt, ein perfektes Auto, da bleibe ich bei. Aber dieses Fahrzeug hat nun diesen Überrollbügel wieder und Porsche lebt nicht nur den Mythos Targa, sondern auch den Mythos Perfektion und auch Überraschung. Porsche hat eine technische Innovation geschaffen, denn dieses Mittelteil, was hier oben aus dem Targa herausgenommen wurde in der Vergangenheit, versenkt sich nun selbsttätig. Und das geht sehr, sehr schnell und das Fahrzeug sieht trotzdem aus in der Silhouette wie das Coupé oder auch das Cabrio, kaum ein Unterschied. Es sieht sehr, sehr gut aus, wie Sie selbst auch sehen, und es funktioniert hervorragend. Es ist ein sequenzieller Ablauf, das heißt, wir haben ein einziges Antriebsaggregat, ein Hydraulikaggregat, das zunächst den Verdeckkastendach mit der Panoramascheibe öffnet. Im nächsten Schritt wird das Verdeck, ähnlich wie es beim Cabrio auch läuft, der Verdeckverschluss geöffnet. Das Verdeck öffnet sich und hat kinematisch gekoppelt die Bewegung der Blendenklappen integriert, gibt somit den Gestängefreigang frei. Das Verdeck legt sich ab und im Anschluss schließt das Verdeckkastendach wieder. Ich finde durch und durch ein tolles Auto. Man sollte mal zumindest Platz drin nehmen, es sich mal anschauen, auch wenn er relativ teuer ist. Der Targa kostet weit über 120.000 Euro, wenn er einigermaßen ausgestattet ist. Aber es lohnt sich, wenn man dieses Fahrzeug mag, vielleicht selbst mal einsteigen. Thank you.
einsteigen und erleben. Besonders die innere Perfektion, die Verarbeitung und den sportlichen Charakter des Notwendigen. Wir hatten eine rote Innenausstattung gewählt und waren überrascht, gerade darauf immer wieder angesprochen zu werden. Mut zur Farbe macht dieses Auto sogar noch eleganter, denn so zeigt sich Stil und Geschmack.